Hallo und herzlich willkommen beim Crafty Fisherman. Mein Name ist Benjamin Gründer und diesmal nehme ich euch mit auf eine Guiding-Tour und möchte euch bei dieser Tour zeigen, wie ich es schaffe, meine Montagen über einen langen Zeitraum sauber zu präsentieren und das fast mitten im Fluss. Ich nutze dabei keine Umlenker oder sonstige Hilfsmittel und wie ich dabei vorgehe, das erfahrt ihr im aktuellen Film. Ich hoffe, der ein oder andere wertvolle Tipp ist für eure eigene Fischerei dabei. Ich wünsche euch viel Spaß und gute Unterhaltung. Es gibt viele Phasen am Fluss, wo es sinnvoll ist, genau in der Mitte vom Gewässer zu angeln. Das ist natürlich platzabhängig und kommt immer auch darauf an, welche Futterfische zurzeit bei den Welsen ganz weit oben auf dem Speiseplan stehen. In vielen Gewässern, die ich in der Vergangenheit befischt habe, wie Rhone, aber auch kleine Rhone und so weiter, ist auffällig, wenn die Meereschen am Ziehen sind, sind es meistens die Bereiche mitten im Fluss, wo dann die Waller die Eschen abpassen. Hier kommt natürlich sehr oft auch ein Argument zum Tragen, was man wirklich gerade im Mittellauf vom Po in Italien merkt, und das ist der Angeldruck. Umso mehr Teams am Wasser unterwegs sind, umso mehr ist auffällig, dass relativ wenig große Fische noch ufernah gefangen werden. Umso weiter die Saison voranschreitet und gerade wenn dann das Wasser wieder anfängt abzukühlen, September, Oktober, und ein Großteil der Eschen geht wieder zurück, ist es extrem auffällig, dass die meisten großen Fische dann wirklich nicht nur im Fluss in der Mitte abliegen, sondern dort auffressen. Hier ist das größte Problem, über einen langen Zeitraum seine Köder sauber zu halten. Man kann nicht einfach quer in den Fluss hinein eine Steinmontage mit der Unterwasserpose ablegen und hoffen, das passt soweit alles. Denn je nach Wasserstand ist diese Montage bereits nach vielen oder einigen Stunden komplett mit Gras, aber auch Holz zugemüllt. Dadurch entstehen Schnurbögen und zum anderen ein Vibrieren, ein Pfeifen, was sich natürlich zum einen auf unseren Köder überträgt und auch unter Wasser extrem weit zu hören ist für die Welse. Deshalb ist es wichtig, lange Schnurwinkel zur eigentlichen Montage zu fischen. Dieses System ist entstanden damals beim Fiedern. Wer mit 80 Gramm Körben auf einer Sandbank gefiedert hat und wirft, wie gesagt, quer zur Strömung, wird feststellen, der Futterkorb treibt ab, egal wie schwer er ist, und bleibt immer an einer gewissen Ecke dann liegen. Meistens sind das so circa 45 Grad von der Rutenspitze entfernt dann, wo der Schnurwinkel ins Wasser geht. Dort bleibt der Futterkorb dann liegen und dann ist es auch möglich, denselben Bereich, dieselbe Wassertiefe auf einmal mit 45, teilweise nur noch 40 Gramm Futterkörben zu befischen, anstatt diese 80, wo jeder denkt, die müssten ja dann liegen bleiben. Dem ist nicht der Fall, sobald die Strömung diesen Futterkorb trifft, drückt er diesen rum und dann kommt er immer wieder auf derselben Stelle zum Liegen. So haben wir angefangen, dieses zu experimentieren mit diesen langen Schnurwinkeln. Dabei ist natürlich wichtig, eine große Schnurkapazität zu haben, insbesondere dann, wenn mehr wie drei Montagen zum Einsatz kommen sollen. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch jetzt mal auf dem Wasser, um euch einen besseren Überblick zu verschaffen, wo ich die Montage ablege und wie das Ganze dann aussieht. Ja, nach mehr als drei Wochen Sonnenschein in Italien, jetzt kriegt man fast schon herbstartiges Wetter. Viel Wind gehabt und jetzt fängt der Regen an, aber das ist gut. Der Fluss fängt langsam an zu steigen, nicht viel, aber ein bisschen, drückt ein durch den Sturm auch. Und in so Phasen suchen wir uns Sandabrisse, Sandbänke, die jetzt langsam absaugen. Hier haben wir jetzt so ein klassisches Beispiel und ich möchte euch mal auf dem Boot zeigen, wie das am besten umzusetzen ist, langer Schnurwinkel zur Montage. Das ist ganz, ganz wichtig, gerade jetzt. Der Fluss wird ca. 10-20 cm steigen. Dadurch kommen wir relativ viel Treibgut mit, also Gras, Holz und so weiter. Und um dem zu entgehen, legen wir die Montagen extrem weit mit dem Ufer, um einen ganz langen Schnurwinkel zur eigentlichen Montage zu haben. Das hat den riesen Vorteil, dass der Schnurwinkel gerade am Ufer ins Wasser läuft.
und dadurch ein Großteil des Drecks rüberläuft. Hier ist jetzt so ein klassisches Beispiel. Wir haben 4 Meter, fast mitten im Fluss und kaum Strömung. Ganz, ganz viele Meereschen da. Die Sandbank läuft jetzt oben ab. Und hier wollen wir jetzt unseren Köder präsentieren. Mitten im Fluss, 20 Meter neben mir ist die Fahrrinne. Da strömt es schnell vorbei. Und wir setzen jetzt genau an diese Strömungskante, dort wo sich das Wasser beruhigt, unsere Köder ab. 5 Ruten flussab. Nach oben lenkt man dann noch 2 mit Stöcken um. Und ich bin mir relativ sicher, dass der Regen viele Fische mobilisieren wird. Bis jetzt war es schon richtig gut, aber viele kleine Fische, mittlere Fische. Und wir hoffen natürlich jetzt, dass der Regen die Fische, gerade die dicken, für uns nochmal mobilisiert. Eine Nacht haben wir noch und das Wetter passt schon. Köder ist im Wasser, wie immer. Mikrorugosen ist absolut zurzeit der Brenner hier am Fluss. Wichtig ist eine Multirolle. 300 Meter Schnur lang vollkommen aus. Für die ersten Uferrouten nehme ich auch mal gern die Long Ranger. Da habe ich noch ein bisschen mehr Kapazität drauf. Aber 250 Meter im Fluss hinein zu angeln, langt in der Regel vollkommen aus. Wichtig noch dabei, eine sichtbare Schnur einmal für euch, damit ihr den Winkel seht, wo die Schnüre aus dem Wasser kommen. Und ganz einfaches Beispiel dazu. Die erste Rute ist eure weiteste vom Ufer aus gesehen und die flachste in der Wassertiefe. Und dort, wo die Schnur ins Wasser geht, dort kommt dann die 2. Rute und so weiter und so fort. Und so staffel ich das, die Kanten entlang nach außen und komme hier jetzt bis auf eine Wassertiefe von 4 Meter mitten im Fluss. Da, wo die Eschen sind und sieht richtig gut aus. Wie gesagt, die Rute setzt man jetzt. Ich fahre nochmal einen Spot, weil wir leicht abgetrieben sind. Köder ist im Wasser. Und der Dreck fängt jetzt schon langsam an zu laufen. Aber wie gesagt, es ist extrem viel Futterfisch da. Die Sandbänke waren jetzt die letzten Tage die produktivsten Bereiche. Steinpackungen habe ich vor ein paar Tagen befischt. Kam wenig Fisch, wirklich ganz wenig Fisch. War gut, aber sehr wenig. Und jetzt merkt man eindeutig, dass die großen Fische, Eschen, Futterfischen, Brassen und so weiter hier auf die Sandbank folgen. Ihr seht das vielleicht jetzt, wie weit draußen ich vom Ufer bin. 4 Meter Wassertiefe. Genau. Wie gesagt, ich orientiere mich immer an der Schnureintrittswinkel von meiner anderen Montage. Das ist jetzt unsere 4. Route flussab. Ich taste mir nochmal, ob der Untergrund sauber ist, kleine Kanten und so weiter und so fort, dass das alles sauber ist, das passt. Auf Sandbänken ist das in der Regel meistens der Fall, dennoch kontrolliere ich das gerne nochmal. Ja, das passt perfekt. Köder lassen wir so liegen. Jetzt einfach nur mit dem Daumen kontrolliert, mit Druck die Schnur ablaufen lassen und Richtung Ufer fahren. Okay, die Ruten mal alle nachgesetzt, alle mal kontrolliert. Der Sturm ist immer noch, ich glaube, ihr hört es ganz gut. Wir haben jetzt alle Zelte richtig eingegraben, auch nochmal für die Nacht, obwohl er ein bisschen nachlassen soll, hoffentlich der Wind. Schon heftig, gehört aber auch zum Frühjahrsangeln dazu, Stürme bzw. viel Regen und so weiter. Bis jetzt wurde man davon glücklicherweise verschont. Hoffen wir mal, dass das dann morgen vorbei ist und die Sonne dann wieder rauskommt, der Wind nachlässt, dann können wir auch wieder aktiv fischen. Und jetzt schauen wir erstmal, ob der Plan, die Ruten etwas tiefer abzulegen, sprich die Köderfische jetzt etwas tiefer anzubieten, die richtige Entscheidung ist, ob wir überhaupt einen Biss bekommen bei den Sturm. Mal sehen, aber ich bin ganz guter Dinge, sobald sich der Wind legt, dass wir da richtig gute Karten haben auf noch einen richtig guten Fisch. Schön Druck, komm. Ich fahr jetzt mal raus.
bis was los ist. Endlich unser hart verdienter Big Fish. Die ganze Woche haben wir gekämpft. Und jetzt haben wir ihn am Band. Das sieht richtig gut aus für den Stefan hier. Bis runterkurbeln. Immer bis runterkurbeln. Die Rutenspitze bleibt auf dem Wasser. Runter. Petri, geil, Stefan. Petri. Petri. Ah, lass uns das mal drin. Ja, jetzt heißt das mal wieder Boot ausschöpfen. Regenwasser. Haben wir gestern Abend schon gemacht, wo wir uns hingelegt haben. Sturm und dann Regen. Sehr, sehr viel. Aber darauf haben definitiv auch die Fische gewartet. Ja, flache Sandbank. Ruten relativ weit rausgezogen. Mit einem Langschnurwinkel, um keinen Dreck zu fangen. Und da kam jetzt der Einschlag. Wir sind echt mega happy. Der ist hart verdient, der Fisch. Ist mittlerweile, glaube ich, die Woche unser 12. Ne? 12. 12. Fisch. Und da draußen raubt sie, wir hören sie. Einen Köderfisch haben wir noch, obwohl die Woche für uns rum ist. Aber der war, wie gesagt, ganz weit oben auf der Wunschliste. Ich freue mich auch von Stefan, der jetzt schon ein paar Mal bei mir war. Super Woche wieder erlebt und jetzt haben wir das gekrönt für uns selber mit wirklich unseren Topfisch. Ach, fehlt ein Riesenstein vom Herzen, von den Schultern. Und die legt man nochmal raus, vielleicht kommt ja sogar noch was für Matti nach, wir sind gespannt. Ihr seht, es ist relativ frisch, alles klamm, aber jetzt heißt es erstmal Boot leer schöpfen und dann die Rute nochmal ins Rennen bringen. In der zweiten Nachthälfte nahm der Regen wieder zu. Und es kam, wie wir es gehofft hatten, der Volleinschlag. Und diesmal war Martin an der Reihe. Leider konnten wir aufgrund des starken Niederschlags den Drill nicht filmen. Dennoch stand am Morgen die Gewissheit fest, beim Messen einmal 2,21 Meter und 2,31 Meter für den Stefan. Somit schließt sich wirklich eine tolle Guiding-Woche in Italien. Und ich hoffe, der ein oder andere wertvolle Tipp mit diesen langen Schnurwinkeln war für euch dabei. Probiert es einfach mal aus, wenn am Ufer wenig passiert, einfach mal die Montagen wirklich in der Mitte vom Fluss anzubieten. Immer gucken, wo sind die jeweiligen Futterfische anzutreffen, wie ist der Angeldruck aktuell. Und dann auch mal probieren, genau in der Mitte vom Fluss zu angeln, strömungsberuhigte Bereiche dort zu suchen. Und dann klappt es auch in schwierigen Situationen regelmäßig mit Topfischen. Bis dahin, euer Benjamin Gründer. Ciao.